So, ihr lieben Freunde, das war jetzt auf jeden Fall leider auch nochmal ein Cut gewesen. Ihr habt das aber alle gesehen, glaube ich. Schönes Ding hier. Dieser letzte Dodge. Ja, das ist auf jeden Fall geil, wenn sowas funktioniert und aufgeht. Es ist ein 69er Dodge Charger. Leider ohne Rubber Tires. Das wäre natürlich der Knaller. So wie bei ihm hier. Rubber Tire, Baby! So, ihr habt es gesehen, das Video musste auf jeden Fall wieder gesplittet werden, weil das ist einfach, das dauert alles einfach zu lange. Ich weiß nicht, ob ich das zu langsam mache. Ich packe jetzt die Dinger hier rein. Guck mal, weil er hat die schöne Folie, eine Unterfolie noch reingeballert. Ein richtig geiler Typ. Wow. Ja, da kann nichts passieren. Nur die Autos jetzt einfach hier so rinlegen. Mach ich mit euch jetzt hier live, ihr Nackenbrüder. Zack, zack. Schön reingemuggelt hier. Erstmal so, die wichtigste Karre erstmal so. So, und jetzt, weiß ich, wie machen wir das am besten? Hat es auf jeden Fall hier auch wieder schön verklebt. Was wir jetzt eigentlich im Filmmodus eben nicht gut gebrauchen können, weil, ihr seht es ja, One-Hand-Job sozusagen. Aber wir machen das möglichst so, dass ihr das vielleicht schön sehen könnt. Genau. Kick mal. Oh, geil. Freunde. Und das nenne ich einfach live, wisst ihr? Sonst brauchen wir das nicht machen. So, ihr wisst, diese Folie bitte nicht zerknacken. Es könnte auch E-Heck oder sonst was drin sein. So, Spaß beiseite. Boah, das sind ja wirklich, ey, krass, Mann. Es sind krasse Teile, ich sehe es schon, Mann. Ich habe mir hier richtig geile Dinger bestellt. Wir fangen an, ihr Nacken. Oh yeah. Geil, Alter. Und das ist wirklich eine Oldschool-Karre. Man sieht es auch im Outfit. Kenner würden gleich sagen, ach, den Pantheon hat er sich geholt. Krass. Ich weiß ja nicht, ob die Kamera, der Akku das mitmacht, weil es sind wirklich wieder viele Karren. Ja. Er hat da sogar so ein schönes Design drauf. Geil. Und dieses Metal Flake, Chrome Metallic wieder. Ich schätze mal so, ja, kann man das Dach vielleicht abnehmen. Leider steht kein Name, nischt. Entweder heißt es nur Nummer irgendwas, aber glaube ich nicht. So, wir kicken mal, wie alt das Ding. Oh, ihr Nacken, guck mal. 1998. Oh yeah, baby. Geil. Schade. So, da steht, guck mal, nicht zum Gebrauch mit allen Sets. Ah, okay. Schade, ich hätte jetzt erwartet, geht das Dach abzunehmen oder nicht? Aber ist doch eine geile Karre, wa? Kann man nicht meckern. Alles Metall, auch vor allen Dingen oben Metall, außer das Dach ist Plaste, aber unten komplett Metall, Alter. Ihr seht das, da sieht man das. Boah, geiler Scheiß, ich wusste es auch. Ich hab mir ja informiert, bevor ich was kaufe, informiere ich mich, ist ja klar. Das Ding nennt sich Payton, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Payton oder was, rausgekommen, boah, das kann man echt schwer lesen, 99 oder was, 98, Gut, ich sehe, es dauert einfach zu lange, so, Payton, richtig geile Möhre, meine Fresse, so, next one, wo hat er die gekauft, Kleber ist wasserlöslich, was ist das, D-Mark, das ist noch D-Mark, Mann, das ist DM-Zeit. Die Karre kommt auch von 98. Geil, ich bin gespannt, welcher das ist. Oh yeah, der Muscle-Ton. Geil, Muscle-Ton. Von der Karre habe ich ein, zwei Varianten schon. Ich finde ihn einfach geil, Muscle-Ton. Kickt euch das mal auch an. Er hat den geilen Metal-Flake-Lack. Orange-Metal-Flake. Oh yeah, Mann, Alter. Und vorne auch. Ey, fett, Mann. Ey, geiles Ding, ey. Ehrlich, ich liebe diese Muscle Tone. Und von 98, hallo. Weiter geht's. Ah, der ist jetzt eben leider mal gleich zu sehen. Ist aber auch okay, glaube ich. Custom Cougar.
Boah, guck dich hin an, Alter. What is this? Ich frage mich auch, was habe ich mir da manchmal gegönnt? Und ich muss dazu sagen, wie gesagt, ey, was kann man da hinkriegen, Alter? Ey, leck mir an der Zehe. Geil, Mann. What is this? Alter, was ist das? Was habe ich mir hier geholt für eine geile Karre? Ich wusste es. Ich habe ihn nur so gesehen. Ey, und ich schwöre, ich weiß nicht, ob ich nachgeguckt habe im Internet. Ich glaube, ihr nur von der Seitenansicht gesehen. Unten diese ganzen geilen Werbedinger und kickt mal überhaupt diese lila oder blau mit dem Orange. Alter, Hammer. Boah. Und der Knaller ist eben wirklich hier oben. Wow. Dieser Motor, Alter. Dass man das da sieht. Alter. Kann man das sehen? Wow. Also das ist ja mal wo wirklich die... Das ist ja der Knaller. Boah. Ey. Also das, ihr seht es selber. Und deswegen finde ich das auch geil, wenn man das live macht. Damit ihr nämlich das auch so gerade, sagen wir mal, empfindet. Weil ihr habt es ja nicht gekauft, ihr habt das nicht zu Hause, ich hab das nur. Also jetzt. Vielleicht hat der da einen. Oh, kick mal da hinten, was ist denn das? Ey, leckt mir an der. Da hinten ist auch noch irgendwas drin. Was ist denn das? Irgend so ein krasser, wie heißt denn das? Das könnte JP würde sofort sagen, ja, yeah, das ist ein. Mann, wie heißt denn das, Alter? So ein Turbo. Ey. Grüße ihn an JP, den Autoliebhaber. Und hier sage ich nur, mein Freund, würde ich mir gönnen an deiner Stelle. Custom Cougar. Also es muss doch ein neuer Cougar sein irgendwie. Ist ja nicht alt oder so. Boah, geile Karre, Alter. Oder ist das ein Konzept-Car gewesen? Also das ist auf jeden Fall der Hammer hier. Ja, wow. Boah, da fange ich gleich an zu zittern. Ihr seht es. Das Adrenalin pumpt durch die Vene. Von 2007 ist er. Guck mal, da oben steht Ford Oval and Cougar. Also ist der vielleicht auch bekannt als Ford Oval. Krass, Alter. Wow. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Sammlermodell auf jeden Fall hoch 10. Das ist ja... Das ist ja meine Fresse, Alter. Huh. So, ich halte jetzt auch meine Fresse. Wir müssen das jetzt genießen. Hier kommt nämlich auch wieder so ein altes Oldschool-Ding. Von wann? 2004, ihr Nackenbrüder. Wir lüften das Geheimnis. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, würde ich anders sagen, kann doch lügen. Mach ich aber nicht. Ich weiß nicht, was es jetzt ist. Und deswegen freue ich mich mit euch jetzt. Achtung! Oh, ach nee, das Ding? Oder ist der das ja nicht, der neue? Ich weiß aber, dass ich ihn gekauft habe, das ist klar. Geil, 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 geil. Und das ist auch wieder so ein altes Modell. Pride Rides. Boah, ein 57er Cadillac. Eldorado. Brook, what? Brook, hell. Krass, Alter. Boah, vorne schöne Zeichen drauf auf jeden Fall schon mal. Fett, Alter. Ich gehe mit euch wieder ins Licht, weil ich sehe, es ist wahrscheinlich immer besser, wenn man das so macht. Boah, Alter, kick dich da an. Oh yeah, baby. Was ist das da hinten? Ist ja völlig geil gemacht. Oh. Was für eine geile Karre, Alter. Yeah. Also dem Typen, ich sag euch, ich muss ihm auf jeden Fall eine E-Mail schicken, schreiben, wie geil seine Karren hier angekommen sind und wie geil sie sind. Und dass ich auf jeden Fall mehr kaufen will. Sobald ich mehr Geld habe wieder. Sobald die Krise überstanden ist. Wow. Wow, wow, wow. Kann man noch reingucken? Oh, die Sitze sind ziemlich small. Aber geil, man kann drin kicken, war ein bisschen. Also, das ist ja auch wirklich eine geile. Oh, eine geile Möhre, ey, ehrlich. Ja, Entschuldigung, dass es da so komisch manchmal aussieht. Da liegt halt ein Haufen Bastelzeug. Ja, so ist es eben.
geile Karre. Unfassbar. So, jetzt hat er die alle leider hier so offen. Trotzdem, wir kicken und gönnen uns das hier noch. Oh Mann, Alter, geht hier auch, hört doch gar nicht auf. Was ist das, Alter? Yeah! Alter. Fiat vor allen Dingen. Kick das Shit an. Es ist ein Fiat. Ey, sag mal, hallo? Was ist das für ein Fiat? Wenn es so ein Fiat mal gab früher. 57 oder was? Also denn, fress ich einen Besen. Nee, ich fress keinen Besen. Das ist da wahrscheinlich wirklich die Wahrheit. Wow, und kriegt euch das Metal Flake an, beziehungsweise dieses Chrome Metallic. Boah, Chrome Metallic Lila oder was das ist. Damn, great man. This is awesome. Hinten, dieses komische Teil da. Boah. Ist zwar abgefahren, aber hätten sie, warum haben sie das nicht auch in Chrom gemacht? So wie das. Das glänzt so schön. Vorne der Motor, kick die Shit an, Alter. Damn, Alter. Bam, Alter. What is this? What is this für eine Karre, Alter? Oh, hier habe ich einen geilen Hintergrund, glaube ich, gerade gefunden. Mit dem Blau. Wow. Also, wenn ihr das genauso fühlt wie ich, schreibt das in die Kommentare, wenn ihr das genauso feiert. Also, ich find's einfach geil. Und da hat ja Benhold, der wird jetzt hier mal mit gegrüßt, vorhin auch geschrieben, er findet die alten Karren geiler. Ich wusste jetzt nicht, was er genau damit meinte, aber ich glaube, vielleicht meint er wirklich das. Weil es ist wirklich so, hier, diese, das ist ein altes Modell. Das gab es seit, ich schwöre, seit ich sammle, also seit 2008, nicht mehr. Und dieses Modell ist von 1998. D-Mark-Zeiten, Alter. Und die Karre habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Es kann sein, dass es die in einer anderen Ausführung gibt, ohne diesen hinten. Aber ich habe die, also mir ist meiner Meinung nach, habe ich die jetzt lange nicht gesehen. So, dauert zu lange hier, ne? Komm, die heben wir zum Schluss auf, weil das ist auch ein Real Rider. Das müssen wir zum Schluss aufheben. Hier, ja, fand ich blöd mit dem Aufkleber, habe ich aber trotzdem, und das ist krass, ihr Nacken. Schade, ich müsste den Aufkleber abmachen. Aber das ist wirklich krass, diesen Camino habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Und zwar hat er hinten diesen übelsten Motor drauf. Und wie gesagt, dieses komische Backwing. Keine Ahnung, ja. Das ist echt krass. El Camino 1968. Ihr Nacken, ich habe hier noch El Caminos 68. Der hat hinten sowas drauf. Das ist aber anders als das. Wo halten die noch? El Camino, da El Camino, El Camino. Aber alle anders. Ja, El Camino nochmal hier, da. Das ist auf jeden Fall ein Modell, was ich noch nicht habe in meiner Sammlung. Und ich find's arschgeil. Nur schade mit diesem Aufkleber. Geiles D-Mark, steht auch drauf wieder. Ich muss den Aufkleber irgendwie ablösen. Irgendwie wahrscheinlich nur mit Fit oder so versuchen abzukriegen, damit es keine Schäden gibt auf dem Blister. Aber ich finde, das ist eine urgeile Karre. Unten auch diese Ding da, dieser, was ist das? Ein Hot Wheels Zeichen, krass. Ha. Nee, wie gesagt, alleine wie diesen Motor und diesen Wing hinten. Das ist auf jeden Fall auch eine Karre, die es nicht mehr gibt. Diese vielleicht wieder rausbringen, aber wie gesagt, ich habe sie nicht in den ganzen Jahren bekommen und nur durch meinen geilen eBay-Freund, Alter, geile Nummer. Kick dich den Motor an, Mann. Damn fucking great, ey. Oh, bam, Alter. Huh. Ist das eine geile Kiste, Mann. 1998. Gut. Ich sehe, das Akku macht schon wieder langsam hier Fluchtweg. So, dieses Ding ist auf jeden Fall ein neueres Modell. Habe ich irgendwie leider nicht gekriegt in der Zeit, weil es ist meiner Meinung nach 2018 oder 2019 gewesen, wo ich eigentlich schon wirklich immer am Hunting war, am Sammeln und am Jagen. Ein geiler 63er Chevy 2 mit dem Metal Flake wieder. Kickt euch diesen Metallic Lack an. Oh yeah, Mann. Geiles Ding, geiles Ding, geiles Teil, Alter. Einfach nur geil. Bam. Könnt ihr das sehen? Ich glaube ja. Yeah. Und jetzt lüften wir das Geheimnis. Mal gucken.
von 17. Also müsste ich eigentlich haben. Ja, ihr merkt, ich müsste ihn theoretisch hier irgendwo in der Sammlung haben. Frag mich wo, Alter, frag mich wo. Chevy 2. Chevy 2. Eine Mene Mo, wo bist du? Jo, ihr seht, er ist hier nicht vorhanden. Der könnte das sein. Doch, natürlich, Chevy, das ist er doch. Na klar, krieg mal hier hinein. Und der eben in Pink, der ist überkrass mit diesem Metal Flake. Auch, also Chrome Metallic, völlig geil. Aber wie gesagt, und den fand ich dann eben nicht so cool, weil wo ich mich jetzt frage, warum nicht? Wahrscheinlich wegen diesem Orange und Grün, weil das ist für mich so eine komische, naja, ich mag das nicht. Ich mag das irgendwie nicht. Egal. Man sieht ja, wie sich die Meinungen ändern, weil ich musste die Karre haben, ich fand den geil und hab gesagt, ich hab den nicht. Und hab mir den einfach gegönnt. Boah, und diese Metal Flake, Chrome Metallic, voll geil, Mann. Huh. So, und jetzt kommen wir zum Last but not least. Aber wir haben ja noch eine Verpackung. Scheiße, Mann, das wird, wie lange soll das werden? Entschuldigung. Diese krasse Nummer hier, habe ich mir mal hier gönnt. Und zwar ein Rubber-Tire. Oh, yeah. 60er Ford Ecoline Pickup. Und man siehe, these are real riders, baby. Und das sind eben die Karren, die am beliebtesten sind, die sie auch leider bei eBay oder sonst wo sehr teuer immer verkaufen, die aber gar nicht so teuer sind im normalen.